Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega-Hombre, der Consolero mit Sombrero und ich habe mir hier mal wieder was Feines rausgelassen, denn wenn alles gut läuft, ist da drin das Rode NT-USB-Mikrofon und ich muss sagen, der Karton steht hier bei mir schon 3 Wochen, ich bin einfach nicht dazugekommen, aber ich dachte mir, nachdem das letzte Unboxing vom Astro TR so gut angekommen ist, es hat mittlerweile über 2000 Aufrufe, dachte ich mir, nutze ich die Chance und mache einfach mal wieder ein kleines Unboxing. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Wo ist denn hier vorne? Hier. Gucken einfach mal, was da drin ist, wie das ausschaut. Und dann erzähle ich euch so ein bisschen was dazu. Vielleicht, warum ich mir das gekauft habe und was ich damit vorhab. Denn ich habe mittlerweile ja, wenn ihr meinen Kanal schon eine Zeit lang verfolgt, schon so ein paar Mikrofone gesammelt, kann man fast sagen. Ich benutze ja mit dem ich jetzt gerade aufnehme. Das ist ja das, auch von Rode, das NT1A. Großmembran-Kondensatormikrofon. Das ist ja wirklich sehr, sehr gut, macht immer gute Arbeit. Und das Smart Lav von Rode habe ich ja auch, womit ich so meine Commentaries zum Beispiel aufnehme. Und es macht auch einen ziemlich guten Job, aber ist natürlich jetzt gar nicht vergleichbar mit einem Mikrofon in dieser Art. Und ja, das schaut auf jeden Fall schon mal sehr schick aus. Ist auf jeden Fall schon mal das richtige Produkt. Glück gehabt, denn ich glaube, mittlerweile könnte ich es wahrscheinlich nicht mal mehr an Amazon zurückschicken, weil es liegt halt echt schon ungelogen. 3 oder 4 Wochen, glaube ich, hier rum und jedes Wochenende habe ich mir vorgenommen, das Opening zu machen, aber hab einfach die Zeit nicht gefunden und jetzt ist es aber endlich soweit. So schaut es also aus. Ich zeige euch das hier mal so ein bisschen. So, hier, so, zack. Ganz schicker Karton und ja, machen wir doch gleich mal weiter. Gucken wir mal, was in der Box ist, wie das Ganze ausschaut. Und ich denke mal, etwas später werde ich dann vielleicht auch so ein kleines Video machen, wo ich dann mal so einen kleinen Vergleich mache zwischen den ganzen Mikros, die ich jetzt mittlerweile gesammelt habe, damit man sich mal so einen Eindruck davon machen kann, welches Mikrofon in welcher Umgebung vielleicht wie gut performt. Oh, hier ist schicker Stoff, also alles sehr safe verpackt. Und ja, so schaut das Ganze aus. Da haben wir hier also schon mal diesen kleinen Standfuß. Ich zeige euch das dann gleich alles auch nochmal genau, wenn ich das hier auseinander gebaut habe. Ja, der goldene Button, den man ja bei den Rode-Mikrofonen immer erwarten kann. USB-Kabel. Gleichzeitig natürlich auch Stromversorgung. Soll wohl sehr lang sein, wie ich in den meisten Rezensionen gesehen habe. Also ich habe sogar schon einige Leute gesehen, die da mit Seil gesprungen sind. Also ich glaube 6 Meter lang soll das sein. Weiß nicht, ob es das wirklich braucht, aber naja, schlecht auf jeden Fall auch nicht. Oh, sehr schön. Hier so ein kleines Leather Pouch, wo man das Ganze dann reintun kann. Also macht einen ganz schicken Eindruck. Und da drin befinden sich dann auch die Bedienungsanleitung und die ganzen Informationen und was natürlich auch nicht fehlen darf. I love me some Rode! Ja, ja, die Sticker müssen natürlich auch dabei sein. Apple hat es vorgemacht und alle ziehen nach. Sehr lecker. Kleiner Snack für den Abend. Sehr gut. Tue ich mir gleich auf die Seite. Und dann haben wir hier natürlich das Mikrofon selbst inklusive dem Popfilter. Machen wir das jetzt erstmal so. Uah, dann schmeißen wir den ganzen Apparat mal hier rüber. So, und dann gucken wir doch mal, ob wir das da irgendwie rausbekommen. Also sehr, sehr gut verbaut. Oh, es ist schwer. Nicht schlecht, okay. Schwerer als ich dachte. Das zeugt auf jeden Fall auch von guter Qualität, würde ich sagen. So, dann haben wir mittlerweile alles auseinandergebaut. Dann lass uns das Ganze doch nochmal hier nebeneinander stellen. So schaut es also aus. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer. Das gefällt mir sehr gut. Das liegt wirklich gut in der Hand, also das ist auf jeden Fall schon mal keine schlechte Sache. Und genau, also der Popschutz vorne, der ist metallern verarbeitet. Das Gehäuse ist eher Plastik, aber trotzdem denke ich mal relativ stabil. Und genau, von den Einstellungsmöglichkeiten, also warum ich mir das gekauft habe, ist eben folgendes. Ich finde, das Smart Lav von Rode macht einen okay Job, würde ich sagen. Aber es ist halt tatsächlich so, dass es einige Situationen gibt, wo ich mir dachte, da wäre es nicht schlecht, ein bisschen mehr Qualität zu haben. Und das NT1A, das ich sonst benutze, das hängt ja an dem Boomarm in der Spinne und hat ja eh mit diesem XLR-Kabel und dem Audio-Interface, das ist halt überhaupt nicht mobil. Das ist halt das ganze Problem dabei. Das kann ich also wirklich nur hier am Schreibtisch verwenden. Und da dachte ich mir, schön wäre es, so ein mobiles, aber trotzdem noch gutes Mikrofon zu haben. Und da habe ich halt ein bisschen recherchiert und naja, da bin ich halt über das Rode NT-USB gestolpert, sage ich mal. Und die Rezensionen alle durchweg sehr, sehr, sehr gut.
Da dachte ich mir, probiere ich das mal aus, weil mit dem kann man dann eben auch mal an einem anderen Platz oder dann kann ich vielleicht damit mal ins Schlafzimmer gehen und in Ruhe was aufnehmen, wenn Katja hier mit dem Kleinen was macht. Also denk mal, das ergänzt sich ganz gut mit den anderen beiden Rode-Mikrofonen, die ich jetzt schon habe. Und genau, von den Sachen, die mir da besonders gut gefallen haben, ist, dass dieses Mikrofon ein eingebautes internes Audio-Interface haben. Das heißt, ihr braucht da kein externes Interface mehr, sondern es ist alles gleich verbaut. Ihr habt die schöne Möglichkeit, direkt hier ein Voice-Monitoring zu haben oder ich weiß nicht, oder Audio-Monitoring oder wie sich das nennt. Das heißt, ihr könnt hier einen Kopfhörer einstecken, so ein 3,5 mm Jack ist hier und hört euch dann direkt, also kriegt direkt das Feedback von euch selber auf die Kopfhörer. Dann haben wir, was mich am Anfang so ein bisschen überrascht hat, bei diesen zwei Reglern, bei keinem von den beiden handelt es sich um Gain, sondern das Gain ist mit dem Preset vorgegeben von Rode. Das heißt, das kann man hier nicht einstellen, sondern was man hier lediglich einstellen kann, ist hier unten einmal, wie laut ihr das Voice Monitoring auf eure eigenen Kopfhörer bekommt. Das könnt ihr hier von wenig nach ganz viel drehen. Und der zweite Regler hier oben, der ist dafür gedacht, um zu mischen zwischen dem Sound, den das Mikrofon von eurer Stimme aufnimmt, und dem Ton, was, sag ich mal, vom Computer zum Beispiel auch kommen kann, was man hier auch einfließen lassen kann. Und einfach dazwischen zu wechseln, möchte ich mehr meine eigene Stimme hören oder möchte ich mehr vom Game-Sound, sage ich jetzt mal, hören. Also so ein klassischer Regler, wie es zum Beispiel auch beim, ich weiß nicht, ob das hier noch im Bild ist, ja, so ganz knapp, wie bei dem Mix-Amp zum Beispiel, da ist es ja auch dasselbe. Da hast du zwar hier einen großen Gain-Regler, aber unten halt auch den Mischer zwischen Spiel und Stimme. Und genau das spiegelt sich halt hier in diesen zwei Buttons wieder. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Das Gute ist halt auch, dass man dieses Mikrofon auch direkt an die PlayStation anschließen kann, um seine Qualität da einfach auch ein bisschen zu verbessern. Das werde ich, denke ich, mal auch mal ausprobieren und mal gucken, was dabei rauskommt. Und wie gesagt, demnächst will ich dann auch mal so ein, vielleicht nur ein kurzes Video machen, wo ich einfach alle drei Mikrofone am selben Spot einfach mal anstecke, irgendeinen blödsinnigen Text mir ausdenke, den ich dann runterspreche und dann einfach mal so vergleichen, welches Mikrofon hört sich jetzt wirklich wie an, weil, naja, ist jetzt natürlich irgendwie schwer zu sagen, wie es klingt, weil ich habe es ja selber auch noch nicht gehört und wenn man so den direkten Vergleich nacheinander hört, das finde ich immer ganz geschickt und dann kann man sich da auch ein Urteil bilden, ob man sagt, das ist was, was mir gefällt, da zahle ich gerne einen kleinen Aufpreis. Weil man muss schon sagen, gut, die Preisspanne bei den Mikrofonen, die variiert immer so ein ganz kleines bisschen. Ich habe jetzt ein bisschen Pech gehabt und gerade so einen Zeitpunkt erwischt, wo die Mikros wieder ein bisschen teurer waren. Ich habe jetzt, glaube ich, 180 Euro für das Rode NT-USB gezahlt. Aber dafür, dass man sich überlegen muss, dass du halt wirklich kein extra Audio-Interface noch dazu benötigst und das Mikrofon so out of the box eigentlich direkt Plug-and-Play genutzt werden kann, muss ich sagen, ist es sehr gut. Und was ich, wie gesagt, von den Rezensionen bisher gehört habe, denke ich, wird mich das auf jeden Fall nicht enttäuschen. Der Standfuß hier übrigens ist auch aus Plastik verarbeitet. Der ist jetzt nicht so besonders schwer, aber das ist extra schon so ausgelegt, dass wenn das Mikro dann da drauf steht und das Gewicht hier nach vorne auf die längeren Beine geht, dass es wohl auch schon sehr stabil sein soll. Das baue ich dann gleich nochmal zusammen oder beziehungsweise können wir auch mal eben kurz gucken. Achso, hier unten ist dann der Anschluss für USB. Und beziehungsweise dann können wir doch vielleicht auch einfach mal kurz hier so tüdelüdelüd machen. Zack. Achso, nee, natürlich genau andersrum, wie ich es gesagt habe. Krasser Blödsinn. Das muss natürlich in die andere Richtung schauen. So. Dann das Ganze hier noch justieren. Nee, doch, war schon richtig klar. Die langen Beine müssen nach vorne. So, und dann steht das so vor einem. Gut, ich meine, hat jetzt natürlich keine Spinne in sich, also ich denke mal, da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht besonders doll auf dem Tisch umeinander haut, weil sich das dann natürlich über die Beine schon so ein bisschen übertragen wird, aber das kann ich vielleicht in dem Test dann auch mal ausprobieren, wenn man da jetzt so ein bisschen am Tisch rumklabimpert irgendwie, ob man das sehr stark mitbekommt oder ob das so immer noch ganz brauchbar ist, aber so schaut es auf jeden Fall aus. Ich drehe euch das hier mal noch so ein bisschen hin, so, die Kamera steht hier so komisch, dass ich schlecht sehe, so, da seid ihr, so schaut das Ganze aus. Macht, wie gesagt, also einen sehr soliden Eindruck. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das performen wird. Und wie gesagt, in naher Zukunft folgt dann noch ein Video mit dem Vergleich meiner drei Mikrofone. Aber bislang, wie gesagt, hat mich Rode an der Stelle nicht enttäuscht. Und ich denke, das wird sich mit diesem Mikrofon auch nicht ändern. Gut, Jungs und Mädels, wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, die ich euch vielleicht beantworten kann dazu, dann schreibt es einfach in die Kommentare unten rein. Ich bin natürlich kein Audio- oder Mikrofon-Experte, aber vielleicht habe ich irgendwas vergessen und mit Sicherheit habe ich das. Dann stellt mir eure Fragen gerne in den Kommentaren. Ja, und ansonsten würde ich sagen, kommentieren, abonnieren und mumifizieren natürlich nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Jungs und Mädels, euer Ombre.